So, da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahme von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Das letzte Mal haben wir die Bonus-Episode von Team Charm fertig gemacht. Und ja, heute machen wir mit der Hauptstory weiter. Da sind wir gerade beim Schemengehölzeingang. Ja, okay. Da gefallen mir meine KP-Werte schon wesentlich besser. So. Geh mal einfach. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich gerade alles an Items dabei habe, aber das wird schon irgendwie passen. Schemengehölz war nicht sonderlich schwer. Es sei denn, es kommt einem direkten Viech mit Blättertanz entgegen. So, dann schauen wir doch mal. Hier ist nix. Da geht's auch nicht weiter. Da ist ein Item. Oh, was haben wir denn hier? Energieball als TM. Okay, ich habe keinen Platz im Inventar. Können wir denn davon irgendwas entbehren? Oh Gott, habe ich viele TMs dabei. Die Amarena-Beere können wir, glaube ich, entbehren führen. Für eine TM ist das okay. Vor allem für sowas Schönes wie Energieball. So, was haben wir hier noch? Ein Heilsamen. Das würde ich aber gern mitnehmen. Mach mal den Warp Orb weg. Der ist zwar hin und wieder ganz nützlich, wenn man Monsterräume hat, aber was soll's. Ja. Den essen wir einfach. Und da machen wir auch gleich die nächste Treppe. Ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber irgendwie finde ich in den ersten beiden Mystery Dungeon die Treppen wesentlich einfacher als in den neueren beiden. Weil in den neuen beiden, dadurch kämme ich immer erstmal durchschnittlich den kompletten Dungeon, bevor ich ja irgendwas finde. Ah, nicht schon wieder Blättertanz. Okay, der trifft wenigstens nur zweimal. Okay, die nehmen wir doch mit. Was lassen wir denn da? Im Zweifelsfall einen Apfel. Von dem Zeug hat man eh mehr als genug. Okay. Den weckt man mal nicht auf. Schon wieder eine TM? Ruheort. Na gut. Im Zweifelsfall lassen sich die Dinger echt super bei Kecleon verkaufen. Ein Ausdauerband, okay, das brauche ich jetzt nicht. Was macht denn den Donnerschock auf das Viech? Okay, der macht den Durchbruch ein klein wenig mehr.
hier geht's nicht weiter. Könnt ihr mal mit eurem Blättertanz aufhören? Der macht mir Angst. Ja, genau deswegen macht er mir Angst. Das Ding kann mich one-hitten. Vor allem, wenn die dann auch noch so arschig sind und viermal treffen. Ich meine, das Ding hat eine relativ geringe Trefferquote, wenn ich mich nicht täusche. So, was lassen wir diesmal da? Diesmal eine Piercegift-Beere. Was ist denn das für ein Dungeon hier? Piercegift-Beere wollte zurück in unser Inventar. Geld können wir mitnehmen. Ups. Schon wieder eine Box. Wird Zeit, dass wir wieder mal nach Schattstadt kommen, wirklich. Sind hier überall von Weißes, das gefällt mir nicht. Wir gehen zwar leicht tot, aber der Zwinger. Was ist denn da los? Wo ist hier die verdammte Treppe? Stille, was macht denn der? Ah, okay. So. Okay, nehmen wir auch mit. Was lassen wir diesmal da? Mir fehlt hier definitiv noch die letzte Schatz... die letzte Schatz... Kiste. Komm. Lass dich einfach treffen. Was ist das hier? Fluchtorb, okay. Sind das wohl Nona? Ja, sieht fast so aus. Simsalas rennt hier schon rum. Wobei das Schlimmste hier in diesen Dungeons sind eindeutig die Kinoso. Modi Orb, okay, der bringt ziemlich gar nichts. Das sieht doch nach einer Sackgasse aus, oder? Oh, ich habe schon keine Attackenpunkte mehr auf dem. Okay, die will ich mit dem Donnerblitz machen. Jetzt einmal mal einen Durchbruch, aber ich... Ja, das ist eine Sackgasse. Kratzfurie. Hört ihr mal auf, solche Imba-Attacken hier zu spammen? Wie viele TMs liegen hier rum?
Macht ja komische Geräusche, wenn er getroffen wird. Wieso rennen hier eigentlich überwiegend Psycho-Pokémon rum? Wie lang ist denn dieser Dungeon eigentlich? 16 Ebenen? Gut. Es ist hier ja nicht, dass in den neuen Spielen haben die ganzen Story-Dungeons immer maximal 10 Ebenen. Wird gegessen einfach für Magenpunkte. Ich liebe es. Wie lange will ich noch paralysiert sein? Ja. Ah, endlich die Treppe. Oh Gott, was liegt? Was rennt denn da schon wieder rum? So. Geht's ja nicht mal weiter. Ganz schön. Ui, Level up. Und Fliegi auch. Nur noch ein kleines bisschen und ich krieg meine stärkste Attacke. Ein Konterorb. Also bevor man liegen lassen. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte in die Attacken gehen und einen Donnerblitz machen. Ich weiß gar nicht, ob ich Top-Elixiere dabei habe. Moment, das Geld nehmen wir noch mit. Ebene 20 könnte schon die letzte sein. Schauen wir einfach mal, ist es die letzte? Ja, gut. Was ist das? Die Zeit. Sie steht hier still. Aber haben Sie nicht? Kurz bevor wir mit dir in die Zukunft verschleppt worden sind, Reptane. Haben Seth und seine Freunde dann nicht versprochen, dass sie die Zahnräder der Zeit wieder an die vorgesehenen Stellen bringen? Aber die Zeit steht ja immer noch still. Könnte das bedeuten,
Die Zahnräder der Zeit wurden noch nicht an die für sie vorgesehenen Stellen zurückgebracht? Das werden wir feststellen. Das Zahnrad der Zeit dieses Weiles war an dieser Stelle. Aber was ist das? Es ist ein Zahnrad der Zeit. Nicht, da gibt es kein Vertun. Aber die Zeit scheint hier angehalten zu haben. Hier bläst kein Wind. Seht ihr, diese Blätter sind wie erstarrt. Hier hat die Zeit angehalten. Aber das Zahnrad der Zeit ist da, wo es hingehört. Warum ist das denn so? Hey, was hast du getan? Die Zeit hat hier schon angehalten. Es macht deswegen keinen Unterschied, wenn ich das Zahnrad der Zeit jetzt mitnehme. Außerdem, etwas anderes ist hier viel beunruhigender. Viel beunruhigender? Ah, vergesst es. Gehen wir von hier weg. Übrigens, Flea, es gibt etwas, was du für mich tun könntest. Was denn? Bevor du zurück zur Tohaido-Klippe gehst, ich hätte gerne, dass du vorher in Schattstadt ein paar Informationen sammelst. In Schattstadt? Ja, und Folgendes sollst du für mich herausfinden. Versuch alles herauszufinden, was gerade in dieser Welt passiert. Okay, ich werde es herausfinden. Jeder glaubt, dass ihr in die Zukunft gegangen seid, daher. Ja, ist schon klar. Müsste man, dass wir zurück sind, gäbe es einen Aufruhr und ich verhalte mich ruhig und höre mich um. Ich zähle auf dich. Ich bin zurück. Ich habe ein paar von den Informationen, die du wolltest. Was wird denn so geredet? Nichts wirklich Gutes. Nachdem wir in die Zukunft gegangen sind, nun, Self und seine Freunde brachten die Zahnräder der Zeit zurück an ihre ursprünglichen Plätze. Jeder war glücklich, weil man dachte, die Zeit würde danach wieder normal funktionieren. Aber die Zeit stand weiter still an diesen Orten. Und damit nicht genug, so erzählt man sich auch noch, dass die Zeit an mehr und mehr Orten anhält. Stimmt das? Ja. Alle sind bestürzt und besorgt, weil niemand weiß, woran das liegt. Reptane, weißt du, was das zu bedeuten hat? Wenn die Zeit in einem immer größeren werdenden Gebiet anhält, dann kann das nur eins bedeuten: Der Zeitturm beginnt zusammenzubrechen. Der Zeitturm bricht zusammen? Korrekt. Der Zeitturm gibt der Zeit Struktur. Wenn er also zusammenbricht, dann bricht die Zeit selbst in einem sich ständig ausweitenden Gebiet zusammen. Das ist schlecht. Das Problem wird dringlicher. Die Lähmung des Planeten schreitet schnell voran. Was, aber dann müssen wir uns beeilen. Das stimmt. Wenn wir uns nicht beeilen, ist der Planet bald völlig gelähmt. Es gibt jetzt nur einen Weg, wie wir die Zerstörung der Zeit aufhalten können. Wir müssen die Zahnräder der Zeit einsammeln. Und wir müssen sie in dem Zeitturm einsetzen, wo Dialga lebt. Aber es gibt ein Problem dabei. Der Zeitturm liegt an einem Ort, welcher das verborgene Land genannt wird. Wie der Name schon andeutet, niemand weiß, wo dieses verborgene Land ist. Aber wir haben keine Zeit mehr. Das stimmt. Darum sollten wir uns bis auf Weiteres aufteilen, denke ich. Ich werde die Zahnräder der Zeit einsammeln. Ich möchte, dass ihr in der Zwischenzeit nach dem verborgenen Land sucht. Verstanden. Ist das okay, Kilian? Dann ist alles klar. Du gibst die Kommandos. Das verborgene Land liegt vermutlich irgendwo in dieser Welt. Leider gibt es keine Hinweise darauf, wo es genau liegt. Wenn man bedenkt, dass es bis jetzt noch keiner entdeckt hat. Man sollte wohl annehmen, dass es recht weit weg ist. Vielleicht müssen wir sogar den Ozean überqueren und Wege finden, wie das zu bewerkstelligen ist. Den Ozean überqueren. Es tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen könnte. Ich verlasse mich auf euch. Okay, ich mache mich auf die Zahnräder der Zeit zu sammeln. Viel Glück. Also, wir sollten uns auch auf die Suche machen. Lass uns das verborgene Land finden. Also, wo sollen wir mit der Suche beginnen? Warum denken wir es nicht fürs Erste nicht darüber nach, wie wir über den Ozean kommen? Nun, wir sind zufällig gerade am Strand, also. Das ist aussichtslos. Ein Weg über den Ozean, mir kommt nichts in den Sinn. Ich habe zugestimmt, nach dem verborgenen Land zu suchen, aber
wie sollen wir deiner Meinung nach mit der Suche beginnen? Und Zeit haben wir auch keine. Das stimmt. Wir haben kaum Informationen, die uns weiterhelfen könnten. Und wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen das verborgene Land so schnell wie möglich ausfindig machen. Und wir müssen den Zeitturm finden und dann die Zahnräder der Zeit einsetzen. Wenn uns das nicht gelingt, wird unser Planet gelähmt sein. Wir müssen das um jeden Preis verhindern. Und um das zu tun, nun ja, wir haben keine Wahl. Wir brauchen die Hilfe der anderen. Das ist es. Ich erzähle es, Fliggy. Was ist los, Kilian? Das brauchen wir. Wie bitte? Du willst zur Knuddeluff-Gilde gehen? Warum? Wir sind von jedermanns Augen verschwunden, erinnerst du dich? Na gut, ich wette, die machen sich schon alles ernste Sorgen um uns. Und ich vermisse alle dort auch, aber alles, was wir in der Zukunft gesehen haben, alles über Reptane und über Zwirfinst, sogar über deine Vergangenheit, Kilian, wenn wir das alles der Gilde erzählen, wie sollen die uns das glauben? Was meinst du? Glaubst du, dass uns alle in der Gilde glauben werden? Ja, machen sie. Du denkst, sie werden uns glauben? Nun, das sagst du so, aber es gibt es eine Chance, dass sie uns glauben? Immerhin sind alle in dieser Welt davon überzeugt, dass Reptan der Böse ist. Und sie glauben, Zwirfinst sei ein richtig gutes Pokémon, nicht wahr? Jeder hat eine besonders hohe Meinung von Zwirfinst. Ich habe die Zukunft gesehen, aber ich wollte die Wahrheit über Zwirfinst immer noch nicht glauben. Ob sie akzeptieren könnten, wenn wir alle die Wahrheit sagen würden? Das stimmt. Was Fliggy sagt, stimmt. Vielleicht glaubt uns niemand, wenn wir ihnen die Wahrheit sagen. Aber was? Wir sollen es ihnen trotzdem erzählen? Warum? Sie würden uns vielleicht nicht glauben, richtig? Aber wir sollten es ihnen trotzdem erzählen? Ja. Warum? Wie kommst du darauf? Jedermanns Hilfe. Ich verstehe. Wir können das verborgene Land nicht allein finden. Wir brauchen wirklich jedermanns Hilfe. Wenn wir ihre Hilfe nicht bekommen, fehlt uns die Zeit, die Lähmung des Planeten verhindern zu können. Kilian, okay, du hast recht. Lass uns zur Knuddeluff-Gilde gehen. Gehen wir zur Gilde zurück und erzählen allen die Wahrheit. Ich bin sicher, dass alle schockiert sein werden, aber sie werden es bestimmt auch verstehen. Gehen wir nach Hause, Kilian. Zurück zur Knuddeluff-Gilde. Dann speichern wir hier mal wieder.